Dramatische Rettungsaktion vor der Küste Indonesiens. Seenotretter sind auf ein gekentertes Schiff gestoßen. Auf dem Rumpf drängen sich Dutzende verzweifelte Männer, Frauen und Kinder. Es sind Rohingya-Flüchtlinge, die auf der Suche nach einem besseren Leben nach Indonesien fahren wollten, tausende Kilometer über das offene Meer. Doch 30 Kilometer vor ihrem Ziel kenterte das Schiff. Viele der etwa 150 Menschen an Bord seien ertrunken, erzählen die Überlebenden. Ein Fischerboot, das zu Hilfe kam, sei ebenfalls gekentert. Als die Küstenwache auf die Gruppe stößt, haben die Menschen bereits einen ganzen Tag auf dem Meer verbracht, im Stehen, denn zum Hinsetzen gibt es kaum Platz. Sie sollen nun in einem Auffanglager untergebracht werden. Viele von ihnen sind aber so entkräftet, dass sie zuerst in Krankenhäusern behandelt werden müssen. Die Rohingya sind ein muslimisches Volk, das ursprünglich in Myanmar lebte. Von dort wurden sie ins Nachbarland Bangladesch vertrieben. Die Bedingungen in den Flüchtlingslagern sind jedoch sehr schlecht. Viele riskieren ihr Leben, um der Armut, Gewalt und Repression zu entkommen.